Ich freue mich sehr, dass er heute Abend mit dabei ist. Ein Applaus für den Joel von Motzenbecher. Vielen herzlichen Dank. Beruhigt euch. Sitzt wieder an. Ah, sehr schön. Ich liebe Bern. Ich finde es ganz toll, in Bern zu spielen. Es ist eine meiner Lieblingsstädte in der Schweiz. Von den vier, die wir haben. Und... Nein, ich finde wirklich Bern toll. Und zwar habe ich hier etwas festgestellt. Das ist hier in Bern das erste Mal passiert. Es gibt so eine Situation, vor allem wenn man viel unterwegs ist als Komiker in verschiedensten Städten spielt, merkt man anhand von einer Situation ganz so ein bisschen, wie eine Stadt funktioniert. Und das ist folgende Situation. Man ist Fußgänger, möchte über die Straße und dann kommt ein Velofahrer oder Velofahrerin. Man ist so nett und winkt die Person durch, damit sie nicht extra anhalten muss, oder? Und das habe ich hier in Bern zum ersten Mal gemacht, bei der Mittelstrasse. Wenn ich über die Straße will, kommt eine nette Dame auf dem Velo. Und dann habe ich gefunden, ich wink sie durch. Und dann sagt sie, ui, merci. Ich bin ganz so im Schuss. Dann ist sie so weitergefahren mit ihren 12-Stunden-Kilometern. Und dann habe ich gemerkt, wie anhand von dieser Situation unterschiedliche Stadt funktioniert, oder? Also hier in Bern sagen sie merci, in Basel sagen sie Dankeschön und in Zürich, lauf mal, du Arschloch! Und ich finde die Menschen in Bern großartig. Immer wenn ich in Bern spiele, ich habe die tollsten Gespräche mit den Leuten im Publikum. Es ist wirklich geworden, zum Beispiel, wir können irgendjemanden anfordern. Mit dieser Dame hier, wie heisst du? Loriana. Mariana. Loriana. Loriana, Entschuldigung, sie ist schon korrigiert. Andere sagen, ist mir egal, Hauptsache, ich werde nicht zu viel gefragt. Loriana, wie ist das bei den Berner Namen? Sie haben ja immer so tolle Spitznamen. Wie ist das bei dir? Leru oder so? Lori. Lori? Ah, schön. Ich finde das so toll. Die haben den Tafu und den Radu. Und zum Teil ist das mal eine Abkürzung. Ich heiße schon, bei mir ist es Schöpku. Ist länger. Großartig. Ah, großartig. Gut, man fragt die Dame nicht nach dem Alter, darum, wie schwer bist du? Das ist wurscht, das ist wurscht. Nein, aber mit wem bist du? Das darf ich fragen, oder? Mit dem Andreas. Mit dem Andreas? Trendu. Ciao, Andrew. Was ist eure Beziehung? Arbeitskollegen. Arbeitskollegen? Ah. Und heute ist da oben, wo vielleicht. Sie schüttelt schon den Kopf. Sorry, ich dachte, vielleicht kann er helfen, aber... Ich hätte sonst auch noch Platz im Auto, aber schon. Ich bin noch nicht mal beim Punkt 1. Ich habe mir da so einen Ablauf gemacht. Ich darf nur am Labern. Ich bin nur am... Ah, nicht großartig. Habt ihr Haustier? Also hast du Haustier? So gibt es immer noch nicht, oder? Nein? Ich bin wahrscheinlich selbst mal in Bern gefragt, wer hat Haustier? Und hat einen aufgestreckt, wirklich war und hat gesagt, ein Ross. Seit wann ist ein Ross ein Haustier? So, kommst du heim, machst die Stubentüren auf, da ist er ja, hallo. Was schauen wir heute? Bauer sucht Frau, ist geil, oder? Und ich find auch eure Gebäude so toll, das ist alles so altertümlich und dort immer, wenn man in die Keller gehen kann und so. Hat schon mal jemand ohne Strom müssen rauskommen, hier in Bern? Hat ihr noch nie einen Stromausfall gehabt? Faszinierend, weil sonst höre ich das immer von Bern. Ja, ist super gesehen, man hat Stromausfall gehabt. Stromausfall. Ich habe auch mal ein paar Tage ohne Strom müssen rauskommen, in meiner alten Wohnung. Und zwar aus einem Grund, ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, aber wenn man eine Stromrechnung kriegt, und die nicht gerade zahlt und dann eine Mahnung kriegt und die nicht gerade zahlt und dann eine zweite Mahnung kriegt und die nicht gerade zahlt, dann stellen sie ihm auf den Strom ab. Ab so, keine Vorwarnung mehr. Kein Telefon. Geht sie vom Mutzenbacher, wir stellen ihnen den Strom ab in 3, 2, 1 und tschüss. Nichts! Nichts! Dann bist du daheim.
Fernsehen schauen und auf einmal pff, dunkel. Das ist etwas vom Schlimmsten, wirklich. Was man alles muss machen, wenn man keinen Strom mehr hat, man muss zum Beispiel das Handy in der Waschküche aufladen. Kühlschrank musst du sofort leeren, zum Beispiel die Tortellini, die kannst du nicht lange behalten. Die musst du dann in lauwarmem Leitungswasser kochen. Das funktioniert alles nicht so gut. Das ist wirklich das wahrscheinlich das Schlimmste in einer Wohnung, keinen Strom mehr zu haben. Nein, falsch. Das Allerschlimmste ist, in der Wohnung auf dem WC zu sitzen und kein Toilettenpapier mehr zu haben. Das Schlimme ist, man merkt es immer erst, wenn man schon auf der Toilette sitzt. Wenn man sitzt so dort, dann macht man so den normalen Griff. Also vielleicht ist es noch ein Blättchen. Und dann passiert immer das Gleiche. Dann musst du irgendwie vom WC aufstehen. In die Küche. Nach irgendeinem Küchenpapier suchen oder so. Und es gibt so verschiedene Arten, wie man das machen kann. Das ist ganz schwierig. Also, ich habe angefangen mit dem T-Rex, oder? Du machst so... Wieso auch immer die Arme dann auch so sind? Unerklärlich. Es gibt aber auch den Cowboy. Man kann auch den Teletubby machen. Aber am besten funktioniert eigentlich Kim Kardashian. Und dann kommst du irgendwie in die Küche, wo es hoffentlich noch Küchenpapier hat. Wenn nicht, ist es meistens IKEA-Servietten. Die kleinen, weil sie so herzig sind. Oder, in dem schlimmsten Fall, ist mir mal passiert, habe ich mir so auf ein Swiffer-Tierchen ausweichen. Ist aber ohne Witz sehr weich gewesen. Und, kleiner Vorteil zum Schluss, hat auch noch Staub entfernt. Das Allerschlimmste ist, wenn man keinen Strom mehr hat und kein WC-Papier mehr hat. Weil ich habe dann gemerkt, dass man ein Swiffer-Tierchen für das nur einmal brauchen kann. Und dass sie dann auch nicht wirklich Staub entfernen. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Wie ist nochmal der Name gesehen? Sorry. Andu, jawohl, Andu. Andu, kannst du einen Witz erzählen? Ja. Ja, geil. Ja. Und ich sage immer, nein. Komm, erzähl schnell. Okay, es waren zwei alte Leute, also eine Frau und ein Mann. Und sie waren zusammen im Bett und hatten Sex. Sorry. Und dann hat er so angefangen zu stöhnen und sie hat dann gefragt, kommst du jetzt oder gehst? Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ihn nicht gecheckt. Ja. Aber weißt du, das ist der intellektuelle Berner Humor. Der fliegt an mir vorbei. Das ist oh Gott. Ja. Also, bist du liiert, Anton? Ja. Dann ist alles gut heute. Also. Ja, nein, ich weiß nicht. Sind da sonst noch Arbeitskollegen irgendwie? Wir sind nur das Zweite. Nur das Zweite? Okay, wer hat wer gefragt? Ja. Ah, schön. Also mal einen Applaus für die zwei. Großartig. Sehr schön. Ja. Also es war ja zum Beispiel, so eine Comedy-Show ist eigentlich ein guter Ort, zum ein Date haben, das ist wirklich so. Ich finde aber Kino noch ein bisschen praktischer, weil Kino ist so ein Ort, da kann man 15 Minuten vor dem Film abmachen, vor allem wenn man sich noch nicht so gut kennt, oder? Und dann hat man so vielleicht 5 Minuten Zeit zum Popcorn und Chips kaufen und so. Und danach tut man vielleicht noch so 5, 6, 7 Minuten vor dem Film schwätzen und dann merkt man schon, ob es funktioniert oder nicht. Und das hätte man auch schon früher machen können. Heutzutage bei 3D-Filmen ist es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an euren ersten 3D-Film könnt erinnern. Ich weiß noch, ich bin so dort gesessen. Und auf einmal so, so ausgewichen. Dann habe ich gemerkt, okay, genug YouPorn für heute.
Ah, aber es ist wirklich das perfekte erste Date. Weil du hast gerade so gewusst, ob es funktioniert oder nicht. Viel mehr hast du nicht gebraucht. Und zum Beispiel, wenn der Film angefangen hat, wenn es gut kam miteinander, hätte man sich auch noch während dem Film können gut haben können. Man hätte zum Beispiel so können die zufällige Handberührung machen und dann hätte man so fein Silhouetten vom Gesicht lächeln gesehen. Also, bei 3D-Filmen, macht es nicht. Könnt ihr schon machen, aber macht es nicht. Ich habe einmal bei einem 3D-Film so die zufällige Handberührung gemacht und übergeschaut. Ah! So die Lady Gaga neben mir gesessen. Nur noch gefällt, dass sie gemacht hat. Pep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 
Also, bis zum Znacht. Und ich habe sie so toll gefunden, darum ist es ja dann irgendwie darum gegangen, sich auch irgendwie, dass man noch den Kontakt behalten, oder? Und wie haben wir damals den Kontakt behalten in den 90er? Wir haben uns Telefonnummern auf die Servietten geschrieben. Und natürlich keine Handynummern, hat es dort nicht gegeben, sondern die Heimnummern. Heimnummern. Wo egal, wann du angerufen hast, ob Kollegen oder jetzt in dem Fall der große Liebe, es hat so 99,99999% nicht die Person abgenommen. Sondern ein älterer Teil, in dem Fall die Mutter. Und in dem Fall ist die Mutter wirklich einer der nettesten Menschen aller Zeiten gesehen. Aber wenn du so als 12-Jähriger dort anrufst, in meinem Kopf hat sie so tönt. Telefon kriegt und wir haben dann tatsächlich miteinander können schwätzen und man gemerkt, wir haben so viel gemeinsam. Ihr geht's gut, mir geht's gut. Dann haben wir abgemacht, oder? Dann haben wir gefunden, wir gehen ins Kino, perfektes erstes Date. Und dann sind wir den damaligen Nummer 1 Film schauen, Notting Hill. Oh, ja, da schon. Oh. Auf dem Stuhl schon ein bisschen. Oh. Notting Hill mit Julia Roberts, Hugh Grant, romantische Komödie, perfekt, oder? Und ich hatte damals nicht so viel Geld und habe so mein letztes Münz zusammengekratzt für mein Kinoticket. Und meine Stiefmutter, ganz herzlich, die hat das irgendwie mitgekriegt und ist zu mir gekommen und hat gesagt, hast du genug Geld? Und ich so, ja, für mein Ticket reicht es. Und dann hat sie gesagt, nein, das machen wir jetzt alles. Du hast 40 Franken, jetzt gehst du ein Rösli kaufen. Dann nachher gehst du die Kinotickets kaufen, wartest vor dem Kino auf sie, schenkst ihr die Rose und dann ladest sie ins Kino ein. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich sie richtig hart gebumst. So, ich bin schon über der Zeit. Man kann mal mit so einem Satz aufhören, oder? Danke vielmals, schönen Abend noch.